Hi, das hier ist ein Rotkohl aus dem Dutch Oven und wie ihr den macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die wir für unseren Rotkohl aus dem Topf brauchen werden. Los geht es natürlich mit einem Topf. Hier ist ein 10er Dutch Oven. Der reicht für das, was ich heute vorhabe, vollkommen aus. Da hinten im Hintergrund seht ihr schon den Anzündkamin. Da sind Coco-Briketts drin von McBriquette. Die glühen gerade durch. Die werden wir heute benutzen. Dann brauchen wir natürlich einen Rotkohl, Zwiebeln und dann eben noch Olivenöl, Pfeffer, Salz, Zimt, eine Flasche Rotwein und, da kann ich eh nie genug von haben, Preiselbeeren. Das sind die Zutaten, die wir brauchen. Ich beginne jetzt erstmal damit, dass ich den Rotkohl und die Zwiebeln klein schneide und den Topf aufheize und dann sehen wir uns wieder. Wenn ihr den Rotkohl klein schneidet, macht immer erstmal die äußeren Blätter ab. Ihr seht, darunter sieht der richtig, richtig schön aus, glänzt richtig toll. Und den schneiden wir jetzt in wirklich ganz, ganz feine Scheibchen. Dafür habe ich hier unten den Strunk abgeschnitten, dann kann man den richtig schön hinstellen. Und dann werden wir jetzt erstmal halbieren. Der sieht absolut fantastisch von innen aus. Jetzt schneiden wir den Strunk raus. Dafür vierteln wir ihn noch. Und nehmen den Strunk so weg. Und jetzt schneiden wir richtig kleine Scheibchen, Streifen runter, möglichst richtig fein. Ihr seht das hier. Die Zwiebeln werden einfach nur gewürfelt, braucht da nicht ganz so fein arbeiten, das passt schon so. Und so schaut der Rotkohl und die Zwiebeln dann fertig geschnitten aus und jetzt gehen wir rüber an den vorgeheizten Dutch Oven. So, der Dutch Oven ist richtig vorgeheizt. Und jetzt werde ich erstmal ein bisschen Olivenöl da reingießen. Und dann werden wir die Zwiebeln andünsten. Wenn die Zwiebeln dann schön angedünstet sind, fangen wir an, den Rotkohl dazu zu geben. Das ist jetzt erstmal eine ganze Menge. Wir schauen mal, wie viel wir reinkriegen. Der fällt aber gleich in sich zusammen. Also macht euch da keine Sorgen, das passt schon. So, wenn dann der ganze Rotkohl im Topf verschwunden ist, nehmt ihr die Flasche Rotwein und gießt die komplett da dran. So, und dann den Deckel drauf. Ich habe jetzt oben 12 Briketts und unten 8 liegen. Und jetzt warten wir mal 1,5 Stunden und dann schauen wir mal, was aus unserem Rotkohl geworden ist. Und dann geht es auch an die Gewürze. Im Eifer des Gefechtes habe ich noch was vergessen, und zwar den Zucker. Das heißt, wir nehmen den Deckel nochmal kurz runter und gießen dann noch gute 4 Esslöffel Zucker an den Rotkohl, Deckel wieder drauf. So, der Rotkohl kocht vor sich hin und Leute, ich kann euch sagen, es riecht absolut fantastisch hier im Carport. Kommen wir jetzt zu den Gewürzen. Wir brauchen einen Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Pfeffer und ich habe hier schon meinen Mörser stehen und werde jetzt hier den Königspfeffer frisch aufstoßen. Nehmen wir ungefähr so viel, wie ein halber Teelöffel wäre. Und dann kommt noch ein Teelöffel Zimt dazu. Und das Ganze mörsern wir jetzt ordentlich durch. So sieht das Ganze jetzt fertig aufgestoßen aus. Und dann gehen wir mal rüber an den Topf. So, Zeit die Gewürze an den Rotkohl zu packen. Dann schauen wir mal, wie er aussieht.
richtig schön zusammengefallen. Oh, Leute, der riecht. Der riecht. Und jetzt kommen erst noch die Gewürze. Hier ist der Mörser mit den Gewürzen. Und die verteilen wir jetzt über dem Rotkohl und rühren die unter. Als nächstes kommt jetzt noch ein ganzes Glas Wildpreiselbeeren da dran. Leute, ich liebe Preiselbeeren, da kann es eigentlich nie genug sein. Im Rezept standen eigentlich 3 Esslöffel, aber Preiselbeeren niemals genug. So, dann den Deckel wieder drauf und noch eine halbe Stunde kochen lassen. So, gute 2 Stunden später ist unser Rotkohl aus dem Dutch Oven fertig und ich mache den Deckel mal auf. Tada! Oh Leute, und der riecht absolut fantastisch. Der Zimt gibt dem Ganzen nochmal eine einen völlig anderen Touch. Absolut grandios. So, dann ist jetzt also auch an der Zeit, mal den Rotkohl zu probieren. Und Leute, er riecht wirklich fantastisch. Wenn er nur halb so gut schmeckt, bin ich ein sehr glücklicher Mensch. Oh, grandios. Heiß ist er auf jeden Fall. Absolut granatenmäßig. Boah, das gefällt mir richtig gut. Der kommt jetzt gleich in das Wildschwein-Pulled-Pork-Brötchen rein. Das Wildschwein-Pulled-Pork, das Video blende ich euch hier mal ein, solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Gehört quasi zusammen zu diesem Rotkohlrezept. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet und mir einen freundlichen Kommentar hinterlasst. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, könnt ihr das jetzt hier oben in der Ecke nachholen. So verpasst ihr keine Folge und wir sehen uns jeden Donnerstag pünktlich um 19 Uhr mit einem neuen Video. Allen anderen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.